würde eigentlich will ich nicht zu lange machen, damit ich nicht zu lange schlafe, aber ich glaube, das wird sowieso nichts. Entweder wache ich wie immer um 8 oder 9 auf, bin dann genervt, weil ich nicht genug Schlaf bekommen habe, oder ich liege im Bett und kann eh einschlafen. Das sind immer so zwei Möglichkeiten. Deswegen mache ich lieber so lange, bis ich wirklich müde bin und dann hoffe ich, dass frisches, nicht wach wird. Nicht ärgerlich ist, wenn ich dann zu lange schlafe. Wobei, sonntags geht das eigentlich. Solange mich keiner weckt, ist alles gut. Man darf mich nur morgens, wie gesagt, nicht berühren, nicht anfassen, nicht mit mir reden. Passt das. Ich bin morgens ein bisschen sehr ungehalten. Wenn ich nicht genug Schlaf gekriegt habe. Oder ohne Grund wach gemacht werde. Ich hab nach der Nacht hatte ich einfach nur 22 Stunden geschlafen und hätte eigentlich weiter schlafen können. Weil ich musste duschen und einkaufen. Wie? Nicht 22? Ganz ehrlich, wenn ich könnte, ich würde wahrscheinlich einen ganzen Tag lang durchschlafen. Wenn ich könnte, würde ich das tun. Es verschafft mir eine Ruhe. Ich kann auf jeden Fall schon nicht mehr lesen. Ruhe, sie zu betrachten. Es fühlt sich an, als hätte ich etwas gefunden, von dem ich gar nicht wusste, dass es mir fehlte. Natürlich tut es das. Immerhin hast du die Enterprise gebaut. Und auch davon weiß er nichts. Daneben getippt. Nee, nicht 22, aber 20 Stunden bekomme ich so geschätzt 5-mal im Jahr auch hin. Ganz ehrlich, ich könnte das fast jeden Tag. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, ich hätte die Maus berührt. Aber die Maus war da nicht. Es war nur der Lautsprecher. Ich habe immer so Schiss, wenn die Maus hier langläuft, aber ich glaube, heute habe ich sie bisher weder gesehen noch gehört. Ich dachte nur kurz, hätte ich jetzt sie gesehen. Aber, was ich einmal ganz kurz mache, ich habe hier noch kurz, ne? Ich beiß mal ganz kurz ab. In der Zeit lese ich dann mal ganz kurz, nicht? Da kann ich mal kurz was in den Magen kriegen. Ich hätte auch mal eine Maus in der Wohnung. Altbau. Der Hof, vierter Stock. Dann hatte das Gefühl, irgendwas war da. In ihrem Augenblick eines Tages dann die Maus gesehen. Gefangen, behalten. Ich mag Mauser. Ich mag Mauser auch. Das einzige Problem, dass ich halt Angst habe, dass diese. Weil es sind halt Spitzmäuse. Und Spitzmäuse sind halt große Krankheitsüberträger. Ich glaube zwar nicht, dass hier großartig was ist, aber ich weiß es halt nicht. Und wenn dann vielleicht mal einer der Katzen davon krank werden könnte, das finde ich dann halt eher weniger gut. Aber ansonsten habe ich auch nichts gegen Mäuse. Ich würde es auch gerne lieber behalten. Aber eigentlich möchte ich sie auch gerne raussetzen. Ich habe ja lebend Mausefallen hier unten noch stehen. Ich muss sie nur noch mal befüllen, was Leckeres zu essen. Dann kann ich sie nämlich zu ihrem Bau setzen. Ich weiß nämlich, wo sie ihr Bau hat. Sie ist nämlich direkt bei mir hier vorne beim Gartentor. Da ist direkt deren Mauseloch. Ich gehe auch mal von aus, dass sie sich einfach nur verlaufen hat.
hier runtergerannt ist, nicht mehr hoch, also nicht mehr hochgekommen ist. Ja. Kranke Katzen können echt teuer werden, vor allem die Überzüchteten, die sind eher anfällig für alles. Ja. Das Problem war, also wir haben einen Kater, der, oh Gott, ich weiß gar nicht, über 1.000 € uns, glaube ich, gekostet hat. Und Salem, also mein Kater, als er noch in der alten Wohnung gelebt hatte, dann musste er halt auch mal zum Tierarzt, weil er halt so einen Refluxmagen hat. Das heißt, wenn er zu schnell isst, kommt es halt immer wieder hoch. Und er hat halt auch eine zu dicke Magenwand, die das noch begünstigt, dass das halt so ist, und halt zu viel Magensäure drin. So, und das ist halt wie wenn ein Mensch quasi Sodbrennen hat. So, und Menschen können ja auch so einen Refluxmagen haben, sodass es halt immer und immer wieder hochkommt. Und dasselbe hat mein Kater halt auch. Ist auch ein Begriff für die Gastritis. So, und damit bin ich dann halt mit ihm damals zum Arzt. Und das Ganze hat mir auch, ich glaube, fast, nee, 800 € glaube ich, gekostet. Und ich selber war zu dem Zeitpunkt, hab halt meine Schule nachgeholt, also Schülerin. So, ja, wie kriege ich 800 € zusammen? Also, Ratenzahlung über 12 Monate und dann da immer dieses, das Geld abgestochert. Er war nicht schön. Und dann kriegt er jetzt halt auch noch verdammt teures Futter, wo ich mir dann auch manchmal so denke, Alter, ja, was tut man nicht alles für seine süßen kleinen Vierbeiner? Ich rede sehr lange. So, jetzt. Suche eigentlich was ganz Bestimmtes. Nee, das will ich nicht. Was denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das war. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Okay, da muss ich hin. Auch schlimm, was so ein Arzt kostet. Schutz vor einem Meckern, da schon seit zig Jahren über die völlig maßlos überteuerten Preise einer Impfspritze beim Hersteller. Dann sollte ich auch was bezahlen. 9 €, du zahlst zuweilen 150 Jahre. Also, was da teilweise an Preisen verlangt wird. Also, ich hatte damals, hatten wir eine Tierärztin, die halt auch, also wir hatten halt einmal wirklich eine horrende Rechnung. Da war ich noch kleiner. Was heißt kleiner, aber jünger. Hab noch zu Hause gewohnt. Und da haben sie dann halt auch gesagt, okay, komm, wir machen das ein bisschen günstiger. Also großartig ging das ja nicht. Haben dann gesagt, so komm. Be bevor ihr Tier da komplett hops geht, weil sie die eine Spritze da nicht zahlen können, die zweite, ja, machen wir das halt einfach so. Hört sie halt nur die Hälfte. Und das war dann halt auch schon. Aber das kannst du halt auch nicht immer machen. Und vor allem, wenn du wirklich kranke Tiere hast, aber die Preise. Unverschämt. Das ist echt einfach unverschämt. Hallo, ja, da bin ich. Natürlich kenne ich mich mit den denaturierten Kristallen gut aus. Das ist mein Hauptforschungsgebiet. Willst du so etwas darüber wissen? Ja, nee, eigentlich nicht, aber ich habe ja trotzdem keine Wahl. Irgendwie. So.
Ah, wie schön, jemanden zu treffen, der sich für mein Forschungsgebiet interessiert. In diesem Teil Eosias gibt es nicht viele gebildete Leute und noch weniger, die sich mit denaturierten Kristallen auskennen. Ja, ich mich auch nicht. Genauer gesagt bin ich außer dir bisher nur einem begegnet. Das war ein gewisser Marquess. Marquis? In der St. Alamandama-Kirche. Ein komischer Kauz. Zunächst war er nicht sehr gesprächig. Bis auf ein paar Worte über technische Belange fallen ließ, da tauchte er plötzlich wieder auf. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du einen denaturierten Kristall nicht nur im Feld untersuchen, sondern sammeln, ja? Lass dir gesagt sein, dass das nicht ganz einfach ist. Der Name schon impliziert, besitzen derlei denaturierte Kristalle starke Ätherenergien. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Dafür brauchst du also ein speziell präpariertes Gefäß, das jene verzehrende Kraft A few moments des later. Kristalls im Zaum hält. Das macht sich besser, Daddel. Das macht sich besser. Als Experte meines Fachs bin ich natürlich bestens ausgerüstet und stelle dir gerne einen meiner verstärkten Tontöpfe zur Verfügung. Nein, 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 nicht der Rede wert. Bring den Tontopf zu meinem Meisterschüler Hasako in Hohenbrück. Sobald er das Gefäß sieht, wird er wissen, was sein Anliegen ist. Dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, was das Sammeln eines denaturierten Kristalls betrifft. Okay. So. 100 Jahre später. So, wo müssen wir hin? Sag es mir. Die Musik, wie? Was denn für Musik? Ach so, du meinst diese Hymnen. Das geht tatsächlich nur im Kampf, glaube ich. Warte mal. Da. Also es sind halt keine Lieder an sich. Also das hier geht nur im Kampf. Es sind halt wirklich nur Buffs. Warte, was geht ist. Hallöchen. Oh ja, wo ging es denn? Commands. Komposition. Warte, warte, warte. Wir haben hier. Komm. Sowas kann ich helfen machen. Das habe ich jetzt halt auch durch dieses Baden-Kram. Gut. Das Problem ist halt. Warte. Umschalt. Und dann. Ich bin halt verdammt schlecht, was das angeht. Ich mach das hier gerade so. Mit. Keine Ahnung. Erst. Nee, zum dritten Mal. Das klingt wie so ein. Ja, wie so ein krankes Hütchen, ey. Nein, das war die falsche Taste. Ja, das geht auf jeden Fall. Es klingt allerdings nicht schön. Also, es klingt nicht gut.
Natürlich in einer Gruppe, die irgendwelche langen Konversationen über Hörismus und Fernsehen üben. Das ist nur ein anderer Satz, okay. Also eigentlich ist es echt cool, aber ich kann es halt nicht. Ich krieg's halt nicht hin. Ich find's echt cool, aber wie gesagt, ich bin zu blöd dafür. Fingerfertigkeit gleich null. Ich kann aber auch so kein Klavier spielen. Ich bin künstlerisch unbegabt. Ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht singen, ich kann keine Musik spielen. Also kein Instrument. Sportlich bin ich auch nicht gerade so begabt. Ich kann nicht turnen. Regeln kann ich auch nicht. Ja, künstlerisch bin ich total eine Niete. Und das sag ich wirklich, das bin ich noch nicht mehr traurig drum. Es ist einfach eine Tatsache. Wirklich wie möglich, ja. Also. Ja. Ich bin tatsächlich talentfrei. Ich kann nichts. Doch, ich kann in Perfektion im Stehen hinfallen. Das kriege ich hin. Da bin ich super drin. Ich schaffe es auch, über eine nicht vorhandene Baumwurzel zu stolpern. Ich schaffe es auch, aus dem Bett zu fallen. Oder vom Sofa. Oder vom Sessel. Oder vom Stuhl. Das kriege ich alles hin. Da bin ich super drin. Da bin ich Meisterin drin. Da kann mir auch keiner was vormachen. Nein, zum Donnerwetter. Ich habe nicht vor, mich von der Brücke zu stürzen. Ich nehme hier wichtige Messungen vor. Also stürm mich bitte nicht. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass du dich hier umbringen willst. Oh, ein verstärkter Tonknopf, wie ihn nur Professor Lambert herzustellen vermag. Du hinterhältige Diebin, ich werde sofort die... Oh, er hat ihn dir geschenkt? Sag das doch gleich. Dann hat er dich zu mir geschickt, damit ich dir erkläre, wie man die denaturierte Kristalle sammelt. Das wiederum bedeutet, dass er mich für kompetent genug erachtet, dir dazu Auskunft zu geben. Endlich wird mir die Wertschätzung zuteil, die mir zusteht. Nee, dann sind da sympathisch, dann gibt es einfach sympathische Leute, die nichts können. Ja. Ich kann nichts. Ich kann nicht so glücklich damit. Nee, tatsächlich nicht. Ja, es stimmt halt einfach, ne? Ja. Es stimmt halt einfach. Ich habe den Satz schon verstanden. Ich habe ihn verstanden. Ich höre ihn auch tatsächlich nicht das erste Mal. Das ist so ein Satz, den mein Großvater früher auch sehr gern gesagt hat. Ich glaube, mein Großvater hat den Satz so oft in meinem Leben gebracht. Ich habe schon Albträume von dem Satz. Und das meine ich echt ernst. Weil als kleines Kind, da kam ich dann halt immer so zu meinen Großeltern und meinte so, alle anderen können ganz, ganz viele tolle Sachen und ich gar nichts. Ja. Das wurde zum Standard. Wie so viele andere Sachen auch. Ich war aber auch nie in irgendeinem Verein. Das Einzige, was ich mal hatte, war Reitunterricht früher. Auf so einem billig Pferdehof für 5 Euro die Stunde. Ja. Ansonsten Vereine, Fehlanzeige, AGs, Clubs, um Gottes Willen. Ich war schon immer menschenscheu. Sobald irgendwo Menschen waren, habe ich gesagt, nee, ich bin weg. Kein Bock drauf. Ich gehörte sogar zu der Rubrik. Sobald andere Kinder auf dem Spielplatz waren, wollte ich da nicht mehr hin. Ich war immer die, die gerne alleine sein wollte. Ich wollte immer grundsätzlich alleine sein. Ich mochte nie andere Menschen. Andere Menschen mochten mich allerdings auch nicht früher.
Und der sieht jetzt Gott sei Dank schon ein bisschen anders aus. Du schaffst es, einen Stream auf die Beine zu stellen. Halt mehr als ich kann. Wobei ich sagen muss. Ich weiß nicht. Das kann, glaube ich, eigentlich jeder hin zu Kunst. Glaube ich. Also, wenn ich mir zumindest angucke, was damalige Bekannte, die zum Beispiel auch streamen, da machen, dann denke ich vielleicht manchmal auch so. Lass es einfach. Bitte lass es einfach. Und die dann auch noch denken, sie wären richtig cool dabei, bei dem, was sie tun. Das sind sie aber nicht, weil sie sich einfach. Sie machen sich tatsächlich selber zum Affen und wissen das aber nicht. Und das finde ich, auf der einen Seite so seltsam und so traurig. Und vor allem, diese Menschen werden dann auch noch. Also zumindest die Person. Hält sich für so toll, macht einen auf dicke Hose, auch in anderen Chats, so nach dem Motto, ey, guck mal, ich habe so und so viele Leute. Wird in seinem eigenen Stream teilweise sogar beleidigt, oder was heißt beleidigt, aber es wird halt über ihn lustig gemacht. Und er denkt tatsächlich dann auch noch, dass das witzig ist. Dass er ein Scherz gemeint ist. Und das finde ich ja schon wieder traurig. Dass man dann. Wie gesagt, das könnte, wenn man möchte, könnte das jeder hin zu Kunst. Es kommt halt nur drauf an, was du draus machst. Ich kenne 80% der Funktion von meinem Handy nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin froh, dass ich weiß, wie ich ein Foto mache. Telefoniere damit für eine SMS. Ich weiß noch nicht, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, wie man mit einer MMS versieht. Kann Notiz eintragen, das war's schon. Ja, wie gesagt, MMS kriege ich bis heute nicht hin. Ich war immer für MMS zu blöd. Das sind so die Sachen. Nee. Auch wenn ich irgendwas neu einstellen muss. Wenn sich dann irgendwie durch irgendein Update irgendwas verstellt hat am Smartphone. Da denke ich mir auch so, Alter, okay, was muss ich jetzt machen? Ja, total überfordert. Mit der Gesamtsituation. Katze? Eine fette Katze. Ich liebe meine fette Katze. Ich möchte meiner fetten Katze einen Namen geben. Ich glaube, das geht gar nicht. Okay. 50. Würde mich umbringen. Stufe 50. Das sieht schon wieder geil aus. Sieht mega schön aus. Ach nee. Die sind auch aus Zeit 12. Die Viecher hier. Cool. Ich bin eigentlich nicht unterlevelt und trotzdem fühle ich mich unterlevelt. Denn ich werde in der Flotte ein. Warte mal, ich bin so gut und die gehen alle raus, wenn ich da bin. Ich gemerkt, dass eigentlich keiner was mit ihm zu tun haben wollte. Wenn ich der Hellste auch etwas bin. Aber es ist ja nett. Eine Weile mit ihm gespielt und es kam mit der Zeit mir das von Tamin akzeptiert und auch kennengelernt. Ja. Also, wie gesagt, die Person ist an sich auch nett. Nur ich kann mit Menschen oder komme mit Menschen tatsächlich nicht klar, die sich für was Besseres halten und davon auch noch überzeugt sind. Davon echt felsenfest überzeugt sind. Mit solchen Menschen komme ich tatsächlich in der Regel eher weniger klar. Genauso wie Menschen, die andere Menschen manipulieren. Damit komme ich auch nicht klar. Und leider gibt es davon viel zu viele. Wenn ich da runterspringe, sterbe ich.
Ich kann da gar nicht runterspringen. Ich will fliegen können. Wo muss ich hin? Wie komme ich hier weg? Wo ist der Passierschein A38? Ich muss da runter, ich weiß es. Über mir ist ja nichts. Wie komme ich da runter? Da. Gerade komplett überfordert hier. Man stelle sich mal vor, wenn ich jetzt kein Reittier hätte. Ja, komplett allein durch müsste. Gibt es einen Teddybär, süßer Knuddler. Du hast den Namen in den Raum geschmissen. Ja, hier kann ich, glaube ich, leider meine. Wie gesagt, meine Tierchen leider nicht benennen. Jetzt haben sie den Eindruck, so gut zu sein. Eigentlich besser, sich besser einzuschätzen, als die Schwächste zu sehen, um in der Depression zu werden. Kommt immer drauf an, wie viel besser man sich hält. Es gibt halt auch diese, ach so super tollen, coolen, die sowas von überheblich sind. Und die andere dann deswegen auch noch niedermachen. Also ich glaube, ich habe tatsächlich fast jede Art von Mensch kennengelernt. Auf irgendeine Art und Weise. Und das ist vielleicht der Grund, weswegen ich Tiere lieber mag als Mensch. Und mich auch eigentlich komplett immer zurückgezogen habe. Weil ich kann eigentlich mit der Gattung Mensch nichts anfangen. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Also, so im Stream, alles ist alles in Ordnung, aber ich bin so vielen, ich sag jetzt mal, ekelhaften Menschen begegnet. Das ist schon. Boah, ja, ja. Ja, wie gesagt, bei Defiziten, ja. Das ist dann wieder was anderes, aber es gibt halt solche und solche Menschen. Bin halt sehr, immer sehr, sehr vorsichtig gewesen, was Menschen angeht. Warte, was da? Beste Tresse, Klingonen-Fan. Top das mal. Ich bin auch Klingonen-Fan. Nee, ach. Ich habe halt sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Seit. Oh Gott, wann hat das angefangen? Ich glaube, seit der dritten Klasse. Der dritten Klasse hat das angefangen. Wurden Mobbing. Übergeschlagen. Getriezt werden. Suspendierungen. Na gut, von der Schule direkt suspendiert nicht, aber beurlaubt. Ich wurde mehr als einmal beurlaubt. Also, ich habe einiges mit den Menschen durchgemacht. Und ich mag Menschen nicht. Okay, die meisten. Gibt Ausnahmen. Gibt nette Ausnahmen. Ich wünschte, ich hätte das nicht erlebt. Ich weiß es gar nicht. Es gab sehr, sehr viele Momente in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, es wäre schön, wenn das alles nicht passiert wäre, so wie es passiert ist. Wäre schön, wenn ich normal aufgewachsen wäre, wenn alles super, wenn das Bilderbuchleben gewesen wäre. Dann wiederum denke ich mir, dann wäre ich, wenn das alles nicht passiert wäre, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Ich hätte nicht das Leben, was ich jetzt habe. Ich hätte nicht die Beziehung, die ich jetzt habe. Ich hätte nicht die Freunde, die ich jetzt habe. Es wäre halt alles anders. Nicht unbedingt vielleicht schlechter, aber ne, ich kann mich eigentlich in dem Sinne nicht beklagen. Klar, es war nicht schön. Es gab mehr als genug Scheiße.
Aber ich glaube, ich bin tatsächlich mittlerweile für mich selber über den Punkt hinaus, wo ich sage, ich bereue es, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Ich habe immer noch oft zu kämpfen, ich habe auch immer noch Depressionen, ich glaube, das wird auch nicht aufhören. Aber ich bin oft genug an diesem Punkt, wo ich sage, es ist gut, wie es gelaufen ist. Denn ich bin so weit mit mir selber zufrieden. Bin mit mir selber ins Reine gekommen. Ich habe noch sehr viele Punkte, wo ich noch dran arbeiten muss. Aber gut, auf vieles beim Mobbing, ja, hätte man verzichten können. Ist nicht unbedingt das früher gewesen, aber mein Gott. Dadurch habe ich wenigstens gelernt, wie man mit manchen Menschen umzugehen hat. Besser als manche andere, die dann erst ein paar Jahre später auf die Fresse fliegen und merken, oh, scheiße, ja. Leben läuft halt nicht immer so, wie man es sich wünscht. Sowas gibt es dann auch, wo man dann erst ganz spät feststellt, ja, scheiße. Leben kann auch scheiße sein. Einfach nochmal wäre doch auch schön gewesen. Ah. Ja. Wäre schön gewesen, klar. Hätte ich auch nichts dagegen gehabt. Aber wie gesagt, ohne die Ereignisse, die passiert sind, ist wie gesagt, meine Ansicht. Wäre ich halt nicht die Person, die ich heute bin. Und ich hätte halt, wie gesagt, auch nicht das Leben, was ich jetzt habe. Und das gilt, glaube ich, für viele. Aber es dauert, bis man diese Einsicht hat, wenn man sie überhaupt kriegt. Und jeder Mensch ist da ja auch anders. Jeder geht mit seinen Problemen, mit seinen Ängsten, mit seinen Träumen anders um als, ja, die anderen. Könnte zu stöpfen. Gespräche zum Beispiel mit einem zukünftigen Mann genauso wertvoll. Genau. Ich habe so viel Geld in Therapeuten, Psychologen, sonstiges gesteckt. Ja, das hat immer jetzt auch nichts geholfen. Ich bin trotzdem noch verkorkst. So. Wenn ich eine depressive Phase habe, komme ich drüber hinweg, heule ich, gehe ich anderen Leuten auf. Okay, gehe ich meinem Verlobten auf den Sack. So, und dann ist gut. Spare ich Geld mit. Leiden zwar einige Nerven drunter, meine, seine, die der Katzen. Aber es ist trotzdem besser, als wenn ich irgendwelchen Menschen dann das Geld in Rachen stecke und weiß, es hilft sowieso nicht. Aber ich habe Gott sei Dank solche Phasen. Und meistens kommen so dann, wenn die Frauenprobleme sowieso da sind. Von daher. Wumpe. Aber wie gesagt, das hat Ewigkeiten gedauert, diese Einstellung überhaupt zu haben. Und ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt passiert. Habe ich auch viel, viel Frisches zu verdanken. Und meinen Katzen. Die so oft ein sehr, sehr nasses Fell hatten. Und Psychologen haben einen Grundsatz. Niemand ist gesund und kann es je sein. Gelogen, aber sagt eine Menge aus, ja. Ich glaube, es gibt auch keinen Mensch, der nicht irgendwo irgendwie zumindest einen kleinen Ansatz an Depressionen hat. Irgendwann hat das jeder einmal. Nur jeder zweifelt irgendwann einmal. Ich will vorankommen, deswegen lese ich gerade nicht mehr vor. So, Karte. Ich will doch nur. Ich will doch nur vorankommen, ey. Aber wir können gleich nochmal paar Nahrungsmittel da essen. Nehmen wir auch wieder mehr Erfahrung. Und das Inventar wird leerer. Irgendwann mal. Das Schlimmste ist, ich hab hier schon so viel Geschenk gekriegt. Es wird langsam unübersichtlich. Ich soll doch langsam mal was verkaufen. Habe ich eigentlich einen besseren Bogen irgendwo? Ja, habe ich. Der Bogen sieht sogar mal gut aus. Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich meinen Bogen habe, der auch gut aussehen kann.
Oh je. Jetzt geht das Gesuche los. Wo muss ich hin? Da runter oder muss... Ah, nee. Ich muss da hoch. Dächen. Ich mit diesem blöden Tupf hier die ganze Zeit. Ja, Stufe 45. Jetzt können wir auch das eine Berufsding wieder weitermachen. Ich merke mir zu jung und Lene Freud passt vollständig ab. Und sagt im Groben, das Umfeld geformt und seine Frau, seine ehemalige Patientin, fügte noch hinzu, er ist in der Lage, sein Umfeld in einem bestimmten Rahmen zu erstellen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ihr macht mich wahnsinnig mit eurem ganzen Gehen hierhin, geht dorthin.